Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Weekly News. Wir haben heute ein Zombie-Spezial mit den Spielen DayZ, Project Zomboid und H1Z1. Und ja, los geht's nach dem Intro. Ja, mal ein Zombie-Spezial, kein DayZ-Spezial. Auch mal schön. Und wir fangen an mit H1Z1 oder H1Z1. Das neue Zombie-Spiel, was demnächst von Sony Online Entertainment rauskommt. Es wurde angekündigt, erstmal für Mitte Mai soll es rauskommen. Voraussichtlich sogar am 15. Wir haben jetzt den 18. Und es ist noch nicht draußen. Also wenn es jetzt doch schon draußen ist, weil Sonntag ist. Ich habe das Samstagabend aufgenommen, also... Tut mir leid. Also, aber es ist halt noch nicht draußen. Und eigentlich geht's gar nicht um den Release, sondern die Entwickler haben ein schönes Vergleichsfoto auf Facebook gepostet, beziehungsweise zwei Fotos, die ein bisschen mehr Einblick in das Spiel geben. Zum einen dieses Foto hier, da wird die DayZ-Landschaft mit H1Z1-Landschaft vergleicht. Und da sieht man schon sehr große Merkmale oder Unterschiede. Bei DayZ weiß man ja, da sind dichte Wälder, die Bäume sind sehr nah beieinander, man kann sich überall verstecken, der Feind könnte überall lauern und wer auf hohem Grund ist, wer auf dem Hügel ist, ist klar im Vorteil, das steht hier auch auf den Fotos. Und in H1Z1 ist es allerdings genau das Gegenteil. Man sieht viel mehr, es gibt weniger Plätze zum Verstecken und keine wirklich dichte Baumlinie. Also man kann sich halt einfach schlecht irgendwie in einem Wald verstecken oder wie das in DayZ geht. Ja, und das Foto wurde übrigens, beziehungsweise das Vergleichsbild wurde von Fans gemacht und wurde dann auf der Seite von H1Z1, auf der Facebook-Seite hochgeladen. Und ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob die Entwickler das als positiv sehen, dass diese undichte Baumlinie und sowas, wenige Verstecke, ob die das positiv sehen oder negativ, weil wenn sie sowas, also für mich wäre es negativ, also DayZ hat für mich die perfekte Landschaft für sowas und die Landschaft wie bei H1Z1 ist eher negativ. Und warum posten die sowas? Also finden die das negativ und fanden es lustig? Oder finden die das sogar ein Vorteil, dass es wenig Verstecke gibt und sowas? Naja, würde mich halt mal interessieren, was ihr davon denkt. Würdet ihr so eine Landschaft von H1Z1 oder so eine Landschaft von DayZ lieber mögen? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Außerdem seht ihr hier noch ein Bild von dem Inventarsystem, wie es aussehen könnte von H1Z1, ist auch Fan erstellt, das Bild, aber das kam wohl am nächsten ran an die Vorstellung, wie das Inventarsystem aussehen könnte. Ja, gut, wir kommen jetzt zum nächsten Spiel und zwar Project Zomboid. Das hat jetzt ein neues Update bekommen, wo der Multiplayer-Modus integriert wurde. Und bisher war das so, dass der Einzelspieler und der Multiplayer-Modus getrennt waren und jetzt wurden die beiden Modi zusammengeführt und das hat aber auch viele Nachteile. Zum einen sind die Spielstände nicht mehr ganz kompatibel mit der neuen Version und der Entwickler empfiehlt, wenn man seine alten Spielstände spielen will, dann sollte man es auf den Steam Build 23 zurücksetzen und dann sollte es wieder funktionieren. Und ja, der Multiplayer-Modus ist ganz cool, da können jetzt halt ganz viele Spieler gleichzeitig auf fortlaufenden Servern sich aufhalten. Spieler können private und öffentliche Server erstellen und es gibt auch schon Server, wo der Schwerpunkt auf PvP oder Rollenspiele oder sowas liegt. Und der Multiplayer ist nicht die einzige Neuerung von diesem Build 26. Es gibt außerdem noch ein neues Kochsystem und den Fischfang, sowie etliche neue Gegenstände und Nahrungsmittel, die sich herstellen lassen. Und ja, ich habe das Spiel ehrlich gesagt lange nicht mehr gespielt, muss ich mal wieder machen. Es gibt ja zwei unterschiedliche Versionen, eine auf Steam, eine auf Desura. Die auf Desura hat das Update noch nicht bekommen, das soll aber auch die Tage kommen und auf Steam ist jetzt auf dem neuesten Stand. Und ja, gut, dann kommen wir zum letzten Thema, DayZ. Und ja, zuallererst, Bohemia Interactive macht momentan ein, so ein Angebotsding. Das bedeutet, DayZ kriegt jetzt für 3 Euro günstiger, bis Montag um 19 Uhr, glaube ich, geht das. 3 Euro günstiger DayZ, die Standalone, und die Mod kriegt ihr sogar schon für 4 Euro. Also, ihr braucht ja Arma 2 Combined Operations, kriegt ihr für 4 Euro. Und ich empfehle es euch, Link ist in der Beschreibung, zu dem ganzen Bundle, könnt ihr dann gucken, für die DayZ Mod, für die ganzen Standalone-Leute, die mal die DayZ Mod ausprobieren wollten, gibt es für 4 Euro Combined Operations, Arma 2 Combined Operations braucht ihr dafür, dann könnt ihr das zocken. Und ja, DayZ für 3 Euro weniger, Mensch. Ja, und auch noch andere tolle Spiele von Bohemia Interactive. Und ja,
Kommen wir mal zu den eigentlichen News von DayZ. Und zwar wurde von der DayZ Standalone offenbar der Quellcode von Hackern entwendet. Und ja, hundertprozentig bestätigt ist das alles nicht. Allerdings gab es Screenshots der Source Code Dateien. Bohemia Interactive hat das alles noch nicht bestätigt. Sie meinten nur gegenüber von RailoanHorror.com, dass ein Angriff auf die eigenen Server bemerkt wurde und die Auswirkungen werden gerade untersucht. Sollte es zu dem Fall gekommen sein, dass tatsächlich Leute den Quellcode gehackt haben und jetzt haben, dann kann man wohl in der nächsten Zeit mit einer Flut von Hackerangriffen in der DayZ Standalone rechnen. Das bedeutet, noch mehr Hacker in der jetzigen Standalone. Das wäre natürlich fatal. Und ja, ich persönlich bin noch keinem Hacker über den Weg gelaufen, Gott sei Dank. Ich spiele jetzt auch nicht so oft, wahrscheinlich spielt ihr da ein bisschen mehr. Und schreibt mal eure Erfahrungen mit Hackern in die Kommentare. Was haben die schon bei euch angerichtet? Würde mir auch mal interessieren. Sind das ähnliche Sachen wie bei der DayZ Mod, was sie da machen, rumteleportieren und sowas? Oder naja, mit was könnte man rechnen in den nächsten Folgen, sage ich mal. Ja, jedenfalls, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, dass die Hacker da irgendwie nichts machen oder man es jedenfalls nicht merkt oder so. Naja, gut. Schreibt dann mal eure Meinung in die Kommentare über Project Zomboid, H1Z1 oder DayZ. Was meint ihr? Ist H1Z1 ein Spiel, was gut werden wird? Was haltet ihr von der Umgebung? Project Zomboid, spielt ihr selber mal Multiplayer getestet? Oder DayZ, was haltet ihr von den Hackerangriffen? Oder holt ihr euch als DayZ Standalone-Spieler mal die Mod jetzt, wo es für 4 Euro da ist? Schreibt einfach mal alles in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, war's das mit den Weekly News. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen oder wenn ihr das Video mit euren Freunden auf Facebook oder anderen Plattformen oder wenn ihr mir einen Hashtag DayZ, Hashtag Project Zomboid oder Hashtag H1Z1 in den Kommentaren hinterlasst, um die Relevanz auf YouTube für dieses Video zu steigern. Das würde auf jeden Fall sehr helfen. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Restsonntag euch noch. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.